Wo meinst du hin, gute Frau? Wo ist der Fährmann, bitte? Hey, bist du der Fährmann? Nein, du bist Flößer. Wir reden mal mit dem da. Ja? Ja. Lebt wohl. Da gibt's wohl nichts Neues. Was für ein Wolken. Bringt mich die Zeit. Wie oft? Okay. Ja, wir wissen, dass wir in den Sümpfen sind. Und nein, es ist jetzt einfach wieder Nacht. Was? Wie spät haben wir es jetzt? Ach nein, früh am Morgen. Okay. Ja, braucht ihr ein Boot? Nee. Ah Mann, ich kann hier nicht einfach drüber laufen. Das ist total nervig. Wir müssen jetzt darüber. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder mal die Gegner ein bisschen ignorieren. Weil das alles nur Zeit kostet und schlussendlich bringt es uns eigentlich gar nichts. Okay, ich bin in der richtigen Richtung. Wir gehen jetzt zu den Druiden. Und Petersilie. Petersilie. Was gibt es? Ich kann Yevin nirgendwo finden. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich habe keine Ahnung. Okay, ja, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wir müssen zu den Skoyatai. Hallo, Morin. Wir müssen jetzt dahin. Super. Jetzt müssen wir den ganzen blöden Weg nochmal zurücklaufen. Das ist schon ein bisschen nervig. Einfach mal geradeaus durch den Wald wursteln. Durch den Sumpf durch. Ja, wir tragen Lederhosen. Da macht es nicht so aus, ob wir nass werden. Hallo, Golem. Tschüss, Golem. Okay, hier ist der Turm. Wir latschen jetzt mal am Turm vorbei, irgendwie. Aha. Ist mir wurscht. Du bist mir wurscht. Fährt einfach an mir vorbei. Oh, ich hab's eilig. Ich muss zur Arbeit. So, da komme ich jetzt. Hä? Bin ich jetzt gelandet? Okay, jetzt bin ich irgendwie ganz woanders gelandet. Da wollte ich eigentlich gar nicht landen. Wo ich jetzt gelandet bin. Okay. Ja, komm schon. Aber wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, rede ich gerade mal mit dem.
Oh, jetzt kletter schon da hoch. Das kann es ja wohl nicht geben. Klar, du stehst lieber im Nassen, als da hoch zu klettern. Okay. Reden wir mal mit dem Kannibalen. Der hat sich wieder frisches Nahrung geholt. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Bei dir wohl kaum. Warum esst ihr Menschenfleisch? Ich mag es halt. Es erhöht die Lebensenergie und schmeckt nach Hühnchen. Verschont. Ihr habt doch gefragt. Ich halte mich aber wirklich los. Den Sarkasmus. Okay. Ich höre mich, wie ihr wollt. Gut, der Alte bringt mir gar nichts. Haben wir alles schon durchgekaut? Haha. Das kann er nicht mal runterhüpfen. Ich glaube, es hackt. Oh. Echt jetzt? Hallo. Da einfach geradeaus, okay. Ja, wenn ich da vorbeikommen würde. Das wäre ja mal schön. Aber nein, sie machen es so perfide, dass man da nicht einfach durchlaufen kann. Alter Schwede, langsam kotzt es mich ein bisschen an, muss ich ehrlich gestehen. Mal. Ja. Ich hasse es. Nein, ich will nicht zum Turm. Ich will am Turm vorbei. Oh, Mann, ey. Echt, ich bin gerade ziemlich sauer. Weil es hier nicht einfach mal einen Weg gibt, wo man ganz gemütlich lang gehen könnte. Nein, wieso auch? Wozu? Oh, endlich. So, wo ist denn jetzt Goyat? Jevin. Da ist irgendein Skoyatel, da sind Zwerge. Okay. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Ah, Hexe. Viel los hier. Ein Ausbildungslager? Wir müssen trainieren, damit wir gut kämpfen können. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Häuflein etwas ausrichten kann? Können ein paar Steine einen Erdrutsch auslösen? Kann ein einziger Funke ganze Städte niederbrennen? Ihr braucht nicht zu antworten. Wir kennen beide die Wahrheit. Ja? Andere Stimme? Ich habe Vivaldis Antwort. Er schickt Worte, kein Gold. Ich dachte es mir schon. Also waren meine Bemühungen vergebens. Ganz im Gegenteil, Hexer. Vivaldi kann oder will uns nicht helfen. Die Information ist dennoch bedeutsam. Hat er Gründe für seine Weigerung genannt? Vivaldi ist bankrott. Interessant. Die Bank macht gute Geschäfte, trotzdem ist Vivaldi bankrott. Danke, Geralt. Ich habe da eine Idee. Okay. So. Gut. Die Druiden haben mir jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den Herrn Azayavid in eine Falle locke. Kluck, kluck. Put, put, put. Wahrscheinlich. Komm, mein Hähnchen.
Ja. Ist mir egal. Ich weiß jetzt irgendwie noch gar nicht, was ich jetzt machen soll am besten. Ich denn jetzt bitte den Asajevet in eine Falle locken soll. Keine Ahnung. Kein Plan. Wo laufe ich denn jetzt wieder lang? Genau, die falsche Richtung. Supi. Kommt denn der her? Fisch. Dann nehmen wir den mal mit. Den können wir mal brauchen. Ja. Latsch halt über ihn drüber. Du bist sonst nicht so taktvoll. Gerald. Okay. Super, und hat die falsche Richtung. Also. Wo laufe ich denn jetzt? So, die gehen wieder ihrer Tätigkeit nach. Okay. Was wollt ihr? Bringt Zeit ist. Kannst los? Sonst. So, das Problemchen ist, dass ich jetzt gerade, was machst du, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Ah, dafür haben wir das schon probiert mit dem Händlersattel, aber ich glaube, das war abgeschlossen. Wir haben immer noch keine Erkenntnisse darüber, wie wir jetzt. Ich glaube, ich muss noch ein paar Verträge machen.
Muss ich jetzt mit Erik reden? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Der Wolf-Vertrag. Wolfspelze. Ah! Oh nein! Okay. Wir sollten Wölfe jagen. Ich glaube, wir haben aber den Echinops-Eintrag, dachte ich. Oder doch nicht. Wir haben noch gar kein Gorgo-Basilisk-Erscheinung. Wilde Jagd. Wo habe ich die denn? Keine Ahnung. Ich hatte den Equinops-Vertrag. Ach, ich habe den noch gar nicht. Okay. Die könnte ich dann noch verkaufen. Und Wolfspelze. Mann, ich hab's voll verpennt. Die Wäsche zum Trocknen draußen. Bär. Wir suchen jetzt mal kurz, ob der Antiquar. Antiquariatstypi. Da steht. Blöd. Kommt vor. Achso, das haben wir schon angenommen. Naja, da steht der. Ich will was verkaufen. Ja. Nimm es. Tschüss. Okay. Lebt wohl. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zum Schmied. Wir sind bisher noch nie beim Schmied gewesen. Ich glaube, das auch was bringt. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Dumm, 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 dumm. Das sieht voll nicht aus wie ein Schmied, aber hey. Seid ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat? Uah. Siegfried? Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Sie war jung und schnell erledigt. Was führt euch her? So. Verkauft ihr mir eure Waren? Ich arbeite nur für Freunde des Ordens. Macht's gut. Ich bin ein Freund des Ordens. Seid ihr der... Herr... Ich fege, heize die Öfen an, führe das Geschäft. Darf ich mich mal umsehen? Pardon, Herr, wir verkaufen nur an Freunde des Ordens und Gläubige. Von euch habe ich nie gehört. Lebt wohl. Okay, wir gehen jetzt mal zum Siegfried. Wenn ich ihn finde. Oder doch nicht. Na gut. Jetzt kann ich schon wieder in den Sumpf gehen. Sehr sinnvoll. Oder... Die Gesellschaft hat mich zu dem... Wir gehen nochmal zu der Anschlagtafel und gucken. Was es da noch so für Aufträge gibt. Gar nichts mehr. Okay. Anscheinend habe ich schon alle Quests. Ich rede mal nochmal mit der Shani. Irgendwas muss ich ja tun, ich weiß aber nicht was. Jetzt ist sie abgeschlossen. Okay.
Gehen wir mal vorne rein. Hallo, Geralt. Hallo, Shani. Ich vermisse Ochsenfurt manchmal. Ihr könnt jederzeit zurück. Nein, ich werde hier gebraucht. Nur wenige sind immun, so wie ihr. Ich wollte reden. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Ich muss mit euch sprechen. Kann es warten? Naja, ich denke... Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein Ort für Privatangelegenheiten. Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das war jetzt nicht das, was ich wollte, egal. Ja, sie betet oder tut so und in Wahrheit pennt sie. Okay, ja gut, schön. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Sumpf. Und... Ihr bringt nur Ärger. Ich hab Schmerzen in der Brust. Ja, dann wirst du bald einem Herzinfarkt sterben. Herzlichen Glückwunsch, du hast es bald überstanden. Okay. Wölfe. Wir müssen Wolfspelze holen. Schätzchen, geh mal weg. Du stehst mir im Weg. Ich bin sowieso die Einzige, die hier... Geralt ist der Einzige, der den Bootsmann die ganze Zeit bezahlt. Ganz los. Und den immer braucht. Okay. Und hier mache ich jetzt erstmal ein Päuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.